Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Show zu Sacred 2 mit dem Enchanting Spells Mod. Ja, ich bin jetzt Level 10. Im nächsten Part kommen dann mit 20, 30, 40, 50, 60 und so weiter. Es kann natürlich auch sein, dass es 19 ist oder so. Oder 21, je nachdem, aber ungefähr so jede paar 10 Parts werde ich eine Folge machen. Und von OkiHD ist ein Wunsch gekommen, dass ich euch die Kampffähigkeiten auch zeige. Und auch die Himmelsmagie-Fähigkeiten habe ich jetzt geskillt. Die zeige ich euch im Extra auch noch. So, wir gehen hoch zum Portal, weil ich habe noch ein anderes Portal aktiviert. Dazu gehen wir hier hin. Und hier gibt es auch Gegner. So. Ich muss kurz die mit dem Schallvortex töten. Oder töten, probieren, sind gerade viele. Da hat jemand aber Loot abgeworfen. Das ist sehr schön. Jetzt habe ich leider nur den Jäger, den Eber. Der Jäger bin ich gewesen, aber habe den Eber abgeschossen. So. Ah, für eine Quest muss ich da Koblingköpfe noch töten. Nicht töten, sondern bringen. Da muss ich die jetzt abschlagen. So. Also jetzt kann ich nämlich besser wechseln. Okay, da kommen halt nochmals zwei. So, den Loot habe ich schon angesammelt hier. Okay. Das Schild auch noch anmachen. Und wir machen jetzt mal... Also Schallvortex möchte ich im letzten lassen. Wirbelsprung. Und die anderen danach. Also Seelenhammer ist eigentlich ein starker Schlag, wenn er treffen würde. Ich bin halt eher Magier, 101 Schaden macht er. Also einen harten Schlag, der einfach mehr Schaden macht. Oh, Schallvortex wieder. Besonderheit ist einfach, dass er 150% Schaden oder so macht. Ja, einfach 77 bis 90 Schaden macht. Also 111 ist nicht drin, aber da sind noch die Zusätze mit drauf. Schlaghaker sind einmal klicken, sie greift mehrmals an. Das zeige ich auch natürlich. Also das war jetzt einmal drücken. Und hier auch einmal drücken, bis sie aufhört anzugreifen. Also bis jetzt. Plus der Schlag noch beim anderen Gegner. Und dann haben wir noch Wirbelsprung. Ist irgendwie so eine AOE-Attacke. So. Okay, hat den anderen Gegner irgendwie auch nicht angegriffen. Aber mal kurz lesen. Einen Kampfsprung zum Gegner mit dem Heft. Ah, okay. So ist das. Okay, ich dachte, das wäre so wie ein Befreiungsschlag vom Schattenkrieger. Von einer anderen Klasse. Gut, dann haben wir Beflügeln und Kampfhaltung Buff. Kampfhaltung Buff stärkt einfach so den Schaden, Angriffswert, Bonus und Verteidigungsbonus. Setzt natürlich die Regenerationszeit aller Kampfkünste hoch, weil Buffs immer das machen. Und deshalb, ja. Deshalb manchmal die Buffs einfach nicht aktiviert habe, lasse. Beflügeln ist ein Buff, macht, dass man eine Chance hat, Festhaltezauber abzuwehren. Die Geschwindigkeit erhöht es und Wirkungsdauer, Schaden erhöht es noch. Und die Wirkungsdauer ist 90 Sekunden. Ein Buff, also ein temporärer Buff sozusagen. So, dann kommt Schwertfeuer. Eigentlich easy erklärt. So eine Art Feuerball, der blau ist und recht viel Schaden macht für eine Single-Attacke. Also sogar für eine Single-Attacke sehr viel Schaden macht. Und im Vanilla gibt es solche Builds mit dem, aber nicht so bekannte Builds. So, das war Blitz, das muss ich ein bisschen weiter weg machen, sonst seht ihr ja den Blitz nicht.
Da ist er, ist der Blitz. So, das ist der Blitz. Hat später auch die Chance, wenn man es killt, dass man Kettenblitz hat, aber es ist einfach eine Magie-Angriffsattacke gegen Einzelgegner, ohne die Skillung mit dem Bronze, Silber und Goldsockel. Also eben Überschlag, Chance auf Kettenblitz. So, dann haben wir Lichtsäule. Das ist eine schöne Attacke. Nobler Beschützer Buff. Und Lichtdauer Buff. Lichtsäule muss ich wieder beim Gegner zeigen. Da kann ich gleich mal... Habe ich jetzt den nicht mit... Ah doch, der ist ja ein Buff. Der Nobler Beschützer ist ein Begleiter. Und er ist permanent, solange man ihn aktiviert hat. Und greift den Gegner eigentlich mit Schwertattacken und ein bisschen Magie, glaube ich, auch an. Das können wir noch kurz nachschauen. Ah, bekehren. Er tut noch ein bisschen Gegner probieren zu bekehren. Es geht wahrscheinlich einige Zeit. Und wir locken jetzt den Gegner mal in die Lichtsäule. Komm schon. Ja, jetzt ist der noble Schützer im Weg. Also der bekommt hier drin eigentlich permanenten Schaden und wird ein bisschen geblendet oder so. Ist halt jetzt am Anfang noch ein bisschen dünn. Aber später wird er groß mit den Goldsockel, glaube ich sogar. Und ist eher für Leute, die halt ein bisschen still sein wollen. Ein bisschen in Ruhe einen Kaffee trinken wollen und die Gegner darin brutzeln wollen. So. Das ist natürlich auch ein bisschen schwächer jetzt, weil ich nicht auf diese Fähigkeit geskillt bin. Keine Fertigkeiten für diese Fähigkeit, für diesen Stammbaum habe. Skillbaum. So, Blitz mal noch einsetzen. Und eben viele Fähigkeiten gibt es natürlich im Hauptspiel auch noch. Sind ja noch nicht so viele Fähigkeiten umgewandelt worden in andere. So, man sieht es nicht, weil ich die Ansicht weggemacht habe, weil es immer nervt. Und dass du die Gegner einfach ein bisschen erleuchten und Untote schädigen und Heerenergiewesen. Die muss ich dann auch mal irgendwo zeigen. Die gibt es leider nicht hier in der Nähe, noch nicht. Also in späteren Gebieten gibt es dann die, bei so blauer Flüssigkeit. Ah, ich weiß, wo wir hin können. Das zeige ich in diesem Part noch. Also wird es wahrscheinlich ein längeren Part jetzt diesmal sein. Und es kann immer unterschiedlich sein. Also wenn ich etwas zu zeigen habe kurz, dann wird es wahrscheinlich auch länger dauern. Also die Parts mehr zu bieten haben. Ja, das war's mit allen. Jetzt nehmen wir das Schallvortex hier vorne, Schockwelle in die zweite, Notschild in die dritte und BFG auf, ja, das kann man ja nicht. Beflügen, so. Wir haben Level Up, das machen wir auf Handel, eben auf Handel, damit wir genug gute Items erhandeln können. Boom. Oh, leck. Fraps, nicht nerven. Vielleicht auch wegen der Physik. Weil irgendwie ist das nicht sichtbar wahrscheinlich, weil Sacred 2 eine Physik-Grafikkarte nicht mehr... die neuesten Physik-Grafikkarten nicht mehr so gut erkennt. Und deshalb hat es keine Partikel, aber sonst hat es Partikel. Das ist leider einfach so, weil Sacred 2 einfach nicht auf dem neuesten Stand gehalten wird, weil die Entwickler auch Insolvenz angemeldet haben. Und deshalb... Okay, das ist der Fortschritt, bis wir einen neuen von diesen Sockeln bekommen. Ja, eben, dass sie einfach jetzt einfach nicht mehr entwickeln können, weil sie sich aufgelöst haben und ja. Also, ja, Hilfe bekommen wir auch immer.
Wir setzen Schallvortex wieder ein und zeigen, wo es ist. Hier oben gibt es ein bisschen T-Energie. Da gehen wir jetzt hin. Einfach durchgehen am Weg entlang. Sorry wegen dem Lags ein bisschen. Ich muss wahrscheinlich für die Aufnahmen wieder ausmachen. Weil Sacred 2 ist einfach so, auf maximalen Einstellungen leckt das wie die Sau, auch auf modernen PC-System. Ja, also nicht ganz so guten PC-Systemen, aber die modern sind. Und auf guten modernen PCs geht es so flüssig, aber mit Aufnahme wie Fraps und so geht es auch nicht mehr flüssig. Da kann ich nichts machen. Das ist einfach nicht gut optimiert. Und ja, deshalb. Oh, Chance wertvoll. Funde plus 5,5. Ich habe mehr. Ja. Muss ich nicht kaufen. Aber ich konzentriere mich eigentlich auf diese Chancen, damit ich so schnell wie möglich gute Items bekomme. Hier ist allgemeine Fertigkeiten, die brauche ich aber nicht. Ah, das ist Augen. Das sah aus wie ein Gürtel, okay. Handel plus 2. Die nehme ich mit. Hier habe ich Intelligenz, das kann ich während dem Ding tragen. Während dem Kampf und der während des Handels. So, und hier haben wir auch Handel. Ja, das ist schon sehr wertvolle Funde. Also das Wichtigste eigentlich im Sacred 2 und 1 ist immer so, während des Handels, also bevor ihr handelt, das erste Mal mit dem Händler redet. Also bevor ihr nicht einen anderen Händler angeredet habt, müsst ihr eigentlich kurz euer Equip so machen, dass es optimal ist, also eben Handels angepasst. Und dann erst reden. Dann bekommt sie nämlich diese Items, die besseren Items über. Als würde ihr aber Handeln auf so viel haben. Und wenn ihr zuerst redet und dann Handeln tut und dann nochmals mit ihr redet, dann hat sie noch die alten. Also die schlechteren. So, immer mit Handeln. Also je höher Handeln ist, desto bessere Gegenstände haben die Händler. Geht ihr einfach immer wieder zwischen zwei Händlern hin und her, die am besten nah aneinander sind. Wie zum Beispiel hier oben gibt es zwei Städte hier, also gibt es zwei Händler hier und hier. Auf dieser Seite und diese Seite gibt es zwei Händler. Könnt ihr immer hin und her. Und also das ist auf der Insel eigentlich die einzige Insel im Menschengebiet. Das ist ja das Elfengebiet. So, okay, das wollte ich nicht einsetzen. Ich möchte ja weiter eigentlich. Wie ist es hier ein? Seit wann ist hier ein Lager mit Menschen? Okay, ist das neu? Ah, das ist hier. Ah, das ist hier. Wir sind falsch. Wir sind nach Westen. Deshalb. Hat sie irgendwo ein... Ah ja, da unten. Hat sie einen Kompass. Wir müssen nach Norden zuerst. Stimmt, ja, das Lager ist schon immer da gewesen, das weiß ich. Und habe es einfach nicht gecheckt, dass wir nach Westen sind und nach Norden. Aber jetzt gehen wir nach Norden, aber können da nicht durch, weil wir noch ein bisschen mehr nach Osten müssen. So. Gut. Also das sind so Generatoren für T-Energie. Das ist so der Strom von Arcania. Und die sind kaputt manchmal und dann hat es T-Energie-Verseuchungen. Und das tut natürlich auch die Gegner in T-Mutanten umwandeln. Uns passiert das irgendwie nicht, weiß jetzt nicht genau wieso nicht, vielleicht muss man zuerst sterben, dass man zu einem T-Energie-Wesen wird. Also sind sie eigentlich auch Untote. Und finde ich eine gute Idee, dass es einfach nicht Strom ist, passt ja auch nicht so zum Mittelalter. Das passt zwar auch nicht so zum Mittelalter, aber bietet eigentlich... Okay, ich bin nicht Schneewittchen. Ich auch nicht. Und ich bin Schneewittchen. Ich bin der Schneewittchen. Das Deutsch wieder mal. Also ich gehe jetzt einfach weiter. Fertig. Ich möchte euch das T-Energie-Feld noch zeigen.
Und ja, weiter, ich könnte euch noch kurz die Items zeigen, aber jetzt nicht während des Fliehens, die ich so gefunden habe. Die Schulterpanzer und der Hüftgürtel habt ihr schon gesehen. Der Stab habt ihr noch gesehen, das Schild, das dürfte ich nicht vergessen. Und da oben gibt es noch einen Greif, der ist aber zu schwer für mich. Das ist ein Boss, das ist ein richtiger Boss. Nicht so ein Champion, wie da unten gewesen ist. Also die, die immer leuchten gäbe. Das sind auch manchmal glitzern. So, hier oben hat es noch ein Ding. Ein Seelenstein. Der müsste hier drüben dann sein. Auf der linken Seite, da müsste man eigentlich sehen von der Straße. Da wird es schon ein bisschen gebirgiger. Nicht mehr so grünes, saftiges Gras. Und da neben, da ist er, ja. Und der Greif ist hier drüben. So, wir fliehen aber von dem Greif, wenn wir können. Oder ist gar nicht hier, weil wir die Quest nicht angenommen haben. Ja. Er ist nicht hier, den zeige ich aber, wenn ich ihn besiegen kann. Und also im Let's Show werdet ihr alle Bosse sehen. Und den Fortschritt, den ich so mache, weil ich ja eben während des Aufnehmens Sacred 2 spiele, weil es kein Internet braucht. Und ja, also das macht Schaden per Sekunden. 4 Sekunden. Ja, diese Energie, die versucht mich zu verändern. Mich wahrscheinlich auch und euch wahrscheinlich auch, wenn ihr so nette Energie habt. Und das sind jetzt die T-Mutanten. Also die haben so leuchtende Brustplatten. Und die Dinge auch, die Bären und die Eber. Das ist so eine Seuche, die einfach das Fleisch umwandelt in T-Energie. Und dadurch die Gegner stärker machen lässt. Vor allem mehr aushalten tun sie. Und ja. Okay, kurzen... Nein, die Quest nehmen wir nicht an. Weil ich möchte die Quest nicht dann immer am Laufen lassen haben. Ich möchte da schon die ganze Map noch erkunden in Silber. Weil auch durch den Community Patch 0.1.0.0.1.5.0 hat man in Silber noch stärkere Gegner. Müssen wir noch nicht auf Silber, auf Gold hochgehen, um noch gleichlevelige Gegner haben zu können. So, also das war's. Ich danke mich fürs Zuschauen. Und mit Level 20 kommt dann der nächste Part. Weiß ich nicht, wann ich das erreicht habe. Kommt darauf an, wie viel ich hochlade, wie viel Zeit ich hier einsetzen kann. Aber ich schaue, dass ich es so schnell wie möglich machen kann. Also, tschüss Leute. Bye.